Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir starten die Reihe unserer Basic Flight Tutorials. Hier geht's ums Fliegen bei Star Citizen. Das ist nämlich eine sehr komplexe Mechanik. Ja, und natürlich Weasons Leib- und Magendisziplin. Von daher würde ich sagen, wir legen auch direkt mal los und zeigen uns als kleines Element hier, mit wie man mit den Fluggeräten richtig umgeht. Ich gebe mal direkt an dich, Weason. Hallo und herzlich willkommen im Cockpit meiner Saber. Wir kümmern uns heute um das HUD und alle Bereiche des HUDs. Wir werden uns jetzt hier Stück für Stück dem ganzen Dogfighting und dem Fliegen nähern. Wird ein bisschen dauern, weil tatsächlich Star Citizen sehr, sehr komplex geworden ist. Wir haben hier im Blickfeld, wir haben das Cockpit, die Cockpitverglasung, sehen den Sawyer vor uns und wir haben hier ganz viele Anzeigen, die grün leuchten. Wir haben das sogenannte HUD vor uns. Und das HUD besteht tatsächlich inzwischen aus verschiedenen Bereichen. Und ich drücke jetzt mal hier Y, halte ich jetzt mal gedrückt. Das ist der Freelock-Toggle und ich schaue mich mal so genauer im Cockpit um. Es fällt auf, wir sehen unten natürlich die MFDs, das sind diese ganzen Multifunktionsdisplays. Dann haben wir das 3D-Kugelradar und wir haben hier einen stehenden Teil des HUDs und natürlich an den Rändern einen beweglichen Teil des HUDs. Und dieser bewegliche Teil des HUDs, der befindet sich oder ist Teil des CVI, das ist das Combat Visor Interface, was an den Helm gekoppelt ist. Und der vordere Teil, der Fixed-Teil vom HUD, der ist auf die Scheibe oder vor die Scheibe projiziert. Ich fange jetzt nochmal an, hier kurz im Einzelnen auf der linken Seite euch diesen Teil des HUDs zu erklären. Wir landen hier als erstes im Overview-Fenster. Da haben wir einmal den Schiffsstatus, die Antriebe werden hier angezeigt als kleine blaue Dreiecke. Dann haben wir natürlich die Schilde, die Projektorflächen der Schilde, welchem Zustand sie sind. Wir sehen darunter schon die Energiegruppenverteilung, wie sie verteilt sind, wie das Schiff mit Energie versorgt wird. Die Waffen werden angezeigt, die Raketen darunter werden angezeigt. Und ich kann jetzt hier mit F5 bis F8 die verschiedenen Screens durchschalten. Wenn ich jetzt F6 drücke, lande ich im Waffenfenster. Da kann ich dann später, das wird in einer weiteren Folge erklärt, diese Belegungen verändern. Ich habe F7, das ist die Energieverteilung bzw. die Power, das Power Management, das Energiemanagement und F8 die Schildsteuerung. Wenn ich F5 drücke, lande ich wieder in der Original-Overview-Ansicht und habe hier auch eigentlich einen kompletten Überblick, der mir fürs Dogfighting sehr, sehr praktisch nützlich ist. Auf der rechten Seite habe ich jetzt hier die Anzeige des Feindes und darunter sehe ich die Signaturen von ihm. Das spricht, wie viel elektromagnetische Strahlung er absondert, wie viel Wärmestrahlung er absondert und wie seine Signatur aus meinem jetzigen Blickwinkel halt, wie einfach diese Signatur wieder zu erkennen ist. Wird auch als CS Cross-Section bezeichnet. Dann habe ich hier sehr unauffällig, das übersieht man schnell, habe ich hier unten noch in dem beweglichen Teil tatsächlich die Signatur, die ich selber produziere. Man sieht es hier unten, EM-Strahlung zwischen 490 und 470, dann IR-Strahlung 101 und darunter Ambient, die Hintergrundstrahlung des Raums, der mich umgibt. So, das ist im Grunde jetzt der bewegliche Teil vom Helm-Interface mit den HUD-Funktionen und jetzt schaue ich mir nochmal das feste HUD, das fixed HUD in der Frontscheibe an. Zoom jetzt hier einmal rein, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Wir haben hier auf der linken Seite einmal die Geschwindigkeitsanzeige. Das ist ein unterer Balken und ein oberer Balken. Bei dem unteren Balken sehe ich jetzt, ich strafe mal nach hinten, nicht erschrecken. Da sehe ich dann die absolute Geschwindigkeit, die ich erreicht habe. Minus 40 Meter die Sekunde. Oder aber auch, wenn ich jetzt hier vorwärts beschleunige, mit dem Schub die prozentuale Beschleunigung meines Triebwerks. Wird mir auf der rechten Seite als kleiner Pfeil angezeigt. Als Prozentzahl. Ich gehe jetzt wieder auf Nullschub und darüber habe ich eine Anzeige, die mir den Boost Fuel anzeigt, das heißt den Fuel für den Afterburner. Das ist diese 100%, die oben stehen. Hier, diese Anzeige oder dieser Boost Fuel wird sich dann auch im Gefecht relativ schnell leeren und der kann dann aus dem Treibstoff, den das Schiff besitzt, wieder aufgefüllt werden. Der wird dann nachgeneriert. Das sieht man, dann steigt diese Leiste wieder. Aber auch das ist Thema für das Dogfighting. Darunter fällt jetzt noch auf, dass wir hier eine Gangschaltung oder eine Geschwindigkeitsanzeige haben. Und zwar kann ich jetzt hier, das ist das IFCS, ein Teil des IFCS, das Intelligent Flight Control System. Das bietet mir jetzt hier unten die Möglichkeit an, die Gänge des Schiffs oder die verschiedenen Triebwerksteuerungen anzuschalten. Das heißt, wir sind jetzt hier, zeig das mal kurz und komme dann einfach zurück zu Sawyer. Beschleunige jetzt mal, jetzt sind wir hier nämlich im Space Combat Mode, SCM angezeigt. Oder ich schalte mal runter.
und wir kommen in Precision Mode. Je nachdem, wie schnell ich bin, wenn ich jetzt hier auf 50% gehe, da kann ich jetzt höher schalten, dann beschleunigt er und ich könnte jetzt weiterschalten in Cruise Speed Mode. Der Cruise Speed Mode, der ist dafür da, dass ich jetzt größere Distanzen reisen kann. Das wird später vor allem auch entscheidend sein, wenn man jetzt Sprungpunkte erreichen will, Schiffe begleiten will, zu Tankstellen fliegen möchte, Reparaturen erreichen möchte. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. So, ich fliege mal zu Sawyer zurück. Darunter steht auch die Einheit Meter Sekunden pro Sekunde und die Triebwerksleistung, die gerade gefahren wird. So, ich gehe mal wieder runter. So, Sawyer, ich komme wieder zurück. Das sollte schon reichen. Oh, gar nicht so schlecht. So, das ist quasi alles, was Geschwindigkeit und Fuel-Treibstoff betrifft, finde ich auf der linken Seite. Auf der rechten Seite habe ich jetzt hier die Countermeasures. Die kann ich jetzt hier zum Beispiel mit G durchschalten. Oh, ich zeig's mal kurz. Genau, Chaffs kann ich durchschalten. Oder Flare kann ich durchschalten. Die werden mir hier angezeigt, auch die Zahlen, wie viel noch da sind. Und darunter finde ich einen Teil der IFCS Safeties. Oder finde ich die IFCS Safeties. Das sind Flight Control Systems, die die Triebwerksleistung manipulieren und verschiedene Flugmodi zulassen. Da habe ich einmal coupled, decoupled. Damit kann ich halt Triebwerke getrennt, also die Manövertriebwerke getrennt von dem Haupttriebwerk steuern. Das G-Safety-System oder G-Safe-System, was die Beschleunigung begrenzt, damit ich nicht einen G-Lock, also ohnmächtig werde, zu hohe G-Kräfte erdulden muss. Und darunter finde ich noch das Com-Step, was jetzt gerade deaktiviert ist, was eine Art Anti-Rutsch-System darstellt, was das Durchsacken des Schiffes verhindert. Und natürlich habe ich hier auch noch das ESP, das Enhanced Stick Precision System, was eine Art Zielhilfe darstellt, die mir die Sensibilität des Ziels etwas erhöht. Ganz wichtig habe ich hier in der Mitte noch einen Teil des Zielcomputers oder des Zielsystems, das Fadenkreuz, den man jetzt hier sieht, und die Markierung, ein kleines Viereck, was die Schussrichtung der Waffen anzeigt. Das wird aber nochmal im Zielcomputer genauer erklärt. Der Kreis mit dem Punkt in der Mitte, der ist der LOS-Marker, der Line-of-Sight-Marker, und der zeigt mir tatsächlich den Blick des Piloten an. Ebenfalls sehr, sehr wichtig ist darunter das Radar, was wir sehen. Das ist ein Kugelradar, ist jetzt hier luxuriöser als bei vielen anderen Schiffen. Das hat schon gewisse 3D-Eigenschaften. Ja, ich zeige es mal ganz kurz. Ja, man sieht halt hier, die 1 ist jetzt der Sawyer. Und man kann tatsächlich einschätzen, ob der Gegner sich unter oder oberhalb von einem befindet. Wenn ich jetzt Komma drücke, kann ich auch die Auflösung verändern in 3 Stufen. Wir sind jetzt sehr, sehr dicht, deswegen ist es nicht so deutlich, aber es kann einem tatsächlich helfen, die Orientierung zu behalten, diese Auflösung hoch oder runter zu schalten. Wir haben jetzt noch etwas vergessen, tatsächlich auch in der Helmsteuerung. Es gibt noch ein kleines Feature, was wir auch benutzen können. Und zwar, wenn ich jetzt Alt-Y gedrückt halte, habe ich die Rückwärtskamera, die ich sehe, die ist gerade beim Landen manchmal wichtig oder auch, wenn man in engen Räumen manövrieren muss oder wenn man eine Rakete hinter sich vermutet, dann kann man mit Alt-Y die Rückwärtskamera aktivieren. Ich würde sie allerdings woanders hinlegen, da Alt-Y tatsächlich etwas unpraktisch ist, finde ich von der Belegung her, im Kampf. Nichts, wir haben noch einen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Unter dem HUD und unter der Cockpit-Ansicht habe ich tatsächlich noch die ganzen MFDs, die Multifunktions-Displays. Dafür müsste ich jetzt einmal den Toggle, den Free Look Toggle Y gedrückt halten. Und dann kann ich mit A, WSAD, kann ich dann durchschalten. Kriege jetzt hier ein Display angezeigt, kann hier mit dem Mauscursor die Belegung ändern. Radar. Was ist das hier, die Signaturen rauflegen, Treibstoffvorräte, alles das kann ich hier belegen. Das kann ich jetzt genauso hier oben tun und ich kann jetzt mit DSAD die verschiedenen Displays durchschalten. Auch hier lohnt es sich eventuell, das Ganze mit Markus umzubelegen, dass man halt schnell auf Displays gucken kann, je nachdem, ob man sie braucht. Allerdings findet man im Dogfight generell erstmal alle Funktionen auch in seinem HUD angezeigt, die erstmal notwendig sind. Ich denke, jetzt haben wir einen Überblick euch geliefert über die HUD-Steuerung und das MFD und werden euch in der nächsten Folge erklären, wie ihr mit dem HUD interagieren könnt.
Ja, soweit dann auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Schaut bei den nächsten Folgen rein. Die werden dann nochmal ganz speziell auf eben genau dieses HUD eingehen. Und dann geht es natürlich von da aus weiter, bis wir dann wirklich beim echten Dogfighting irgendwann ankommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Abonniert uns, wenn ihr bei Star Citizen dabei bleiben wollt. Ansonsten liked oder disliked die Episode. Weezen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight day.